Man wolle es nicht verliere. Was wolle man nicht verliere? Unser Marktrecht verliehe vom Kurfest Karl Theodor 1779. Drum was Neues? Ein neues Fest im Mai. Weiter sage. Maifest Mexe, rund ums Rathaus. Ein Fest wie ein Markt, verleiht vom Ort und leid von draußen. Wir wolle zeigen, dass wir zusammen sind und unseren Ort lieben. Ja, meine Damen und Herren, und zur Begrüßung darf ich jetzt ans Mikrofon bitten unseren Bürgermeister Mike Brandt. Ja, danke auch von mir an die Jakobläser. Liebe Mexheimer und Münchzeller, verehrte Gäste, sehr geehrte Damen und Herren des Gemeinderates, sehr geehrte Altgemeinderäte, ich möchte Sie ganz herzlich auf unser Maifest hier in Mexe willkommen heißen, bereits im Jahr 1779 vom Kurfürst Karl Theodor verliehen. Nachdem der bis vor 2 Jahren veranstaltenden Ostermarkt immer wieder mehr Anziehungskraft verloren hat, fiel der Entschluss, andere Wege zu gehen. Um das vor weit über 200 Jahre verliehene Marktrecht nicht zu verlieren. Aus einem neuen Konzept und einem neuen Termin ist Maifest Mexe entstanden. Der Startschuss fällt gleich mit dem gemeinsamen Rührei-Frühstück. Zunächst möchte ich aber noch Ihre Aufmerksamkeit nutzen und mich ganz herzlich bei meinem Team bedanken. Allen voran Sascha Köttig und Nikolaus Geis, die sich ehrenamtlich und mit vollem Elan bei der Entwicklung und Umsetzung des Maifests eingebracht haben. Nicht zu vergessen, und mein großer Dank gilt auch hier, der Frau Miriam Granert aus der Verwaltung. Ich darf Sie ebenfalls zu mir bitten, in der Hoffnung, dass sie in der Nähe ist. Frau Granert. War ein außergewöhnliches Engagement von Frau Granert.
trouble, hey. Well, it's all right, even when the push comes to shove, and it's all right. Na, das war einmal ein Fest. Über 1000 Leute waren da, rund ums Rathaus. So ein Fest können wir immer wieder feiern. Also, dann bis zum nächsten Mal.